Moin moin meine Lieben, herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Wie ihr seht, bin ich schon wieder unterwegs, aber nicht irgendwo hin, sondern wir sind unterwegs zu Autosiastik. Mal vorbeischauen, ne? Was da so los ist. Da wollen wir uns mal ein bisschen was angucken. Und laut Navi sind wir auch jeden Moment da. Sind wir angekommen hier? Wir sind gerade auf dem Hinterhof. Vorne war kein Parkplatz mehr frei. Aber wir haben ja schon zwei vorne auf der Auffahrt gesehen, ne? Da wollen wir jetzt mal hingehen. Ach, guck mal, wer da drüben ist. Da stehen sie ja schon. Richtig am Geschäfte machen. Moin, moin, meine Lieben. Ein wunderschönen guten Tag. Na, du? Schlangen, Alter. Alles gut? Ja, umsehen. Na, alles gut. Ja, moin. Und? Was hast du vor? Kommen wir einmal rein. Ich habe da hinten schon meinen Traumwagen hinten auf dem Hof gesehen. Den muss ich mir nachher auf jeden Fall nochmal genau angucken. Dein Schlangenrombuch? Ja, genau. Den muss ich auf jeden Fall nachher mal los. Ja, ja, können wir machen. Ja, ist er überhaupt noch angemeldet? Nee, hat er abgemeldet, ne? Ja, das Ding, wie lange steht das hier? Ein Jahr oder was? Aber das Gegenstück gibt es ja auch noch. Und der Pferd, der ist angemeldet. Wir haben hier gestern mal, oder die letzten drei Tage, haben wir hier mal richtig Gartenarbeit gemacht. Echt? Das war auch im Dschungel hier schon wieder. Ja. Und jetzt alles wieder Chilo. Ne? Ah, ich merke auch gerade, ich war echt ewig nicht mehr hier. Ne? Wann war ich das letzte Mal hier? Ja, war ich beim Duell das letzte Mal hier? Kommt ja keiner mehr. Ja, ist immer so, das ist auch mal hart der Welt hier. Hallo. Moin, moin, hallo. Ja, wir hatten heute Morgen gerade das Gespräch, also können die Leute ja mal sagen. Wir haben hier... Wenn du reinkommst, also es gefällt mir noch nicht so richtig. Weißt du, weil du hast hier so einen Monsterraum. Ist dir zu leer, ne? Ja. Weißt du, was du brauchst? Ein Tor mit Autos reinfahren, aber das geht nicht. Nee, du brauchst Palmen hier. Palmen. Ja, haben wir doch. Nee, Digga, so. Was ist das denn da? Du hast weg. So die Größe und dann so Bananenbäume und sowas. Ja, ja, also sagst du? Ein Flipperautomat. Pflanzen. Flipperautomat. Flipperautomaten und ein Snackautomaten von Snack Corner. Ja, stell rein hier. Alle Zertifikate, nicht alle, aber Alex ist ja nicht mehr bei uns, aber er hat sich hier nochmal verewigt. Ist er echt, oder? Ah, will er weiter das, ja. Die alte Sau. Ja, sehr gut. Ja, dann lass uns mal weiter. Habt ihr unseren Meetingraum schon gesehen? Den habe ich mir schon mal privat angeguckt. Hast du? Ja, einmal. Echt? Ja, ja. Da war der noch im Umbau, glaube ich, ne? Ja. Leute, also wer hat denn so einen Meetingraum, ne? Geil, ne? Alles selber gebaut. Schütze, selber gebaut. Ja. Das ist lecker. Das ist ein Ding. Ja, aber ich habe echt schon teilweise hab ich überlegt. Wenn wir war Riesambiente hier oder was? Ja, sicher. Ja, ne? Ja. Riesambiente, ich das sofort. Ey, was ist das denn hier? Ja. Riesambiente, aber den Tisch und sowas, das Regal haben wir alles selber gebaut. Ich habe schon überlegt, wie Möbelbauer wäre zwischendurch. Ja. Ja. Bei so einem Tisch kann auch nicht so viel kaputt gehen. Nee. Ne? Hast keine Probleme, keine Motorkontrollleuchte dran. Kannst du aber aufschmeißen. Ja. Deswegen. Das kennst du aber auch, ne? Das kenn ich alles, ja. Ne? Da fehlt zwar noch 10, 20. Hier ist er immer mal, ne? Hier ist er mal zu sehen. Jetzt kommt das Herzstück. Ja, Lars hat mir gerade, wir haben jetzt in letzter Zeit in den ganz viele Autos, die von unten einfach so angegammelt sind. Keine Ahnung, ob die von der Ostsee kommen oder was auch immer. Ja, das ist ja wirklich so, wenn die Dinger im Salzwasser oder am Salzwasser stehen und so. Ich weiß, und da finden wir jetzt im Moment immer so halt, das ist so gut wie es geht, noch entrosten und versiegeln an und sowas. Ja. Dass man so ein bisschen Back vorne hat und das nicht kommt. Oh, finde ich gut, was du da trinkst auf jeden Fall. Das ist super. Hab ich immer dabei. Immer dabei. Apropos gutes Trinken, Leute, das habe ich natürlich auch immer dabei. Das war natürlich im Kofferraum der Cobra Crew. Holy Energy. Ja, Freunde, Holy Energy habe ich euch jetzt schon das ein oder andere Mal vorgestellt. Ist die gesunde Alternative zu Softdrinks und anderen Getränken. Wie immer meine Empfehlung, das Starterpaket Deluxe mit allen drei Holy Varianten. Holy Iced Tea, Holy Ration und Holy Energy mit vielen verschiedenen Sorten, wo ihr euch ein bisschen durchprobieren könnt. Das funktioniert ganz einfach. Wasser in den mitgelieferten Gabelshaker. Tüte aufreißen. Einmal rein hier. Ah, schön. Deckel wieder drauf. Und einmal schütteln. Zack. Und fertig ist eure gesunde Softdrink-Alternative. Schmeckt wie immer mega, mega geil. Ich hatte jetzt hier gerade Achai Hibiskus-Tee und ich muss sagen, das schmeckt richtig, richtig gut. Ja, Leute, wie gesagt, wenn ihr Holy mal probieren wollt, würde ich euch das Deluxe-Starter-Paket empfehlen. Mit meinem Code SCHLANGE5 könnt ihr bei eurer ersten Bestellung nochmal 5 Euro sparen oder auf jede weitere Bestellung mit SCHLANGE 10% auf euren gesamten Einkauf. Hey, Timo, trink mal einen Holy. Es gibt nichts Besseres, Digga. Wir haben zwei neue Sachen. Also endlich haben wir ein neues Klimagerät für Bigas. Ne? Das heißt, wenn du mal eine Klimaanlagenwartung brauchst, hast du Bescheid. Und wir haben sogar eine Reinigung. Das brauche ich wahrscheinlich bei. Hier habe ich neu von Carbon Visa. Damit kann ich jetzt Aluminium instand setzen.
Haben nicht viele und können vor allen Dingen nicht viele. Ja, und hier kommen wir direkt zum Schmuckstück hier, ne? So ist das. Guck dir das Ding mal an hier. Fast fertig. Ja. Also ist jetzt ungefähr seit 3 Wochen nicht mehr weitergegangen. Ja, okay. Da würde ich mich drin sehen, oder? Der würde mir passen. Ja, die Seite ist ja schon, ich sag mal, fertig, ne? Das ist halt noch. Ja, ich habe ja schon gesagt, ich muss eigentlich nochmal mit Haken knacken irgendwie. Ja, dass wir die anderen Felgen oder mit Spurplatten, so wenn er dann fertig wird. Aber ich habe schon zu den Leuten gesagt, so, das Ding ist ein Jahresprojekt. Ich muss zwischendurch arbeiten. Keine Zeit mehr, ne? Nee, keine Zeit. Zu wenig Leute. Also, achso, wenn ein Kfz-Meister zuguckt, gerne melden. Ne? Wir brauchen noch einen Kfz-Meister hier. Überall wird gesucht. Ja. Andere Seite, wie gesagt, muss noch weitergemacht werden. Ja. Und das sieht schon crazy aus, ne? Wie hast du das vorgehabt? Wie soll der lackiert werden? Selbe Farbe? Nee, also das ist so das größte Problem eigentlich, was mich so ein bisschen natürlich ärgert. So, ich habe das ganze Ding wie immer nicht so richtig durchdacht. Habe ja von Mehmet den habe ich ja günstig bekommen und wollte eigentlich auch so mein Gedanke, das Ding einfach alles mögliche auszuprobieren, weißt du, so was ich eine Hutze hier raufbauen, alles aus Blech, weißt du, so all möglichen Pipapo, so, was auch gar nicht eintragbar wäre. Ja, scheiße, aber eintragbar. Aber man hört bei YouTube, wenn man sich die Kommentare durchliest, dann hört man ja manchmal auch die Stimmen, so die dann, da sind dann 3, ja, das sollte man auch machen, ja. Da sind dann so 3, 4 Leute, die dann drunter schreiben, mach da TÜV drauf und so, ne? Ja, natürlich. Und dann hab ich mich irgendwie doch verleiten lassen, dass wir alles so gebaut haben, dass es TÜV für den TÜV eintragbar wäre. Und das ist so eintragbar? Mhm. Ja, ja. Was sagt man denn da? Du musst immer... Ich habe ja rumgeschweißt, oder was? Ja, das ist einfach eine Karosserieverbreiterung. Das heißt, du musst halt immer darauf achten, dass du nicht breiter als die Spiegel bist. Das ist hier der Fall. Das heißt, die Fahrzeugbreite müsste verändert werden im Schein. Mhm. Dann hast du hier die Radabdeckung muss gegeben sein. Und das Rad muss natürlich frei laufen können in jedem Winkel, sag mal. Ne? Mhm. Dann ist das alles eintragbar. Aber wir haben ja noch 48 Millionen Löcher hier drin, die wir noch wegmachen müssen. Ein so ein Seitenteil durchzuschweißen. Ja, da ist er nur gepunktet dann. Das ist ein Tag. Ich will jetzt unseren Azubi Jan da noch mal so ein bisschen ranstecken und so. Und dann wird es noch mal so Videos geben, wie er das Ding durchschweißt. Ich ihm das so ein bisschen zeige, worauf er achten muss und sowas. Ja. Und dann sage ich dir ganz ehrlich, welche Farbe willst du drauf machen? 040 schwarz oder was? Schreib's mal das rein. Ist, was würdet ihr, also ich würde den 040 schwarz machen. Ja, aber dann musst du auch, dann muss das Ding glatt sein, Alter. Ja, das Ding glatt. Ja, dann sind wir hinten. Ah, hier geht's wieder raus. Weißt du, was passiert ist? Ja. Also das ist mir auch wirklich leid getan. Was ist passiert, Alter? Ja, Mini, Versicherungsschaden und der steht seit 2 Monaten hier. Richtig. Richtig die Nummer von den, das darf ich nicht sagen, ne? Ja. Richtig die blöde Nummer von der Versicherung und so. Ja. Aber ich kann nicht anfangen, solange die Versicherung halt nicht sagt, gib Gas. Und dann stand das Auto hier bestimmt ein, zwei Monate unter einer Plane auch. Ne? Ja. Und die Jungs fahren in die Halle rein. Der fährt dann nochmal irgendwie zurück und da fällt dann ein Vogelnest raus, Alter. Da hat ein Vogel unten unterm Auto gebrütet. Oh nee, Alter. Nee, und alle gerade am Schlüpfen, Digga. Oh nee, Alter. Ja, was habt ihr gemacht, hä? Ja, 2 waren platt gefahren, leider. Und den Rest habe ich versucht zu retten, aber sowas kann ich immer gar nicht sehen. Ne? Aber leider haben jetzt alle, glaube ich, nicht überlebt. Irgendwie, wir haben alles versucht, noch ein neues Nest gebaut. Und all so eine Scheiße. Ja, aber was neben mir ist ja gerade schon wieder was ins Auge gestochen. Das Schmuckstück, ne? Ja, das würde ich mir Schmuckstück. Ja. Hier, Bobbles Cobra. Bobbles Cobra. Geil. Den Wagen habe ich so lange nicht gesehen. Ich habe den schon richtig vermisst. Ich glaube, Bobbel hat schon vergessen, dass er den hat, ne? Ja, wir haben den fünften Durch noch einmal gereinigt, weil bei dem ganzen Wetter hier mit. Ja. Bei dem ganzen Wetter hier mit Regen und Sturm. Ja, das war teilweise sah das aus, als wenn du da drin ein Fell hast. Aus wie neu. Der jetzt sieht er wieder aus wie neu. Der sieht aus wie neu. Hättest du vor 3 Monaten das Ding gesehen, dann hättest du gedacht, da ist ein Waschbär drin auf dem Sitz. Ja, überall, am Lenkrad, überall war das. Ah, ja, nee, da fühlt man sich doch direkt wieder drauf. Riecht ja auch wie neu, Alter. Oh, ja. Also da. Alter, wer denn hier gepennt, ey? Oh. Ah. Aber hier ist irgendwas rumgelaufen an der Decke, ne? Was ist das denn? Hier ist irgendwann an der Decke rumgelaufen. Junge, was ist das denn? Das muss ja auch. Das ist wahrscheinlich der Schwarze. Der Schwarze? Der Schwarze Schemmel, ja. Was soll ein Probe machen hinten, oder? Wollen wir mal gucken hier? Gucken? Gar nichts? Muss ich jetzt echt noch die Batterie holen? Kann ich mir nicht entgehen lassen, den müssen wir einmal fahren. Oh, Motorraum auch wie geleckt, Alter. Wie am ersten Tag. Ich sehe dich da immer noch drin. Ich verstehe bis heute nicht, warum der 2. Platz geworden ist. Ja. Oder Leute, was sagt ihr? Das Ding sieht immer noch so geil aus wie früher, oder? Dicke Felgen, guck mal hinten, der getrötet. Und hier, das Wichtigste, ne? Cobra Crew. Eigentlich heißt das Schlangencrew. Ja, Bobi, sag mal, was machen wir mit dem Timer? Das schöne Ding, das ist viel zu schade hier, dass das hier rumsteht die ganze Zeit. Sauber! Das Ding sprengt an und rein, zeige ich jetzt schon. Aber wir müssen wenig sagen.
wa? Weiter! Sag ich doch, das Ding fängt an wie eine 1. Mal auf Gas halten, ne? Mal auf Gas halten. Dass das Ding überhaupt noch vorwärts fährt nach der Zeit, Alter. Eigentlich müssten die Bremsen schon komplett fest sein. Oder? Ja, das ist ja, Digga. Das ist der absolute für deine Automaten und so, Digga. Auffälliger kannst du nicht sein. Ja, Digga, gar keine Bade sein, ja. Das Ding wird wahrscheinlich in seinem Leben wieder Glück kriegen, aber. Was sagt ihr? So Schlange in Benz, Alter. Der muss hier in so ein Ding, ja. So ein Ding muss er rein. Oh, ja. Ja. Und? Deswegen riecht er auf wie ein neues Auto. Ja, ich will nehmen. Ja. Schlag mit Bobbel, ich glaube, er wollte. Gastbier, glaube ich. Tausende. 2000? Er hat wieder seine Wunschpreise, ja. Schlag mit Bobbel, ne? Ja, ja. Geile Gurke. Ja, also wenn den jetzt keiner haben will, ne, dann weiß ich ehrlich gesagt auch nicht mehr weiter. Jetzt kennen die sogar auch noch mit drauf. Das ist es, oder? Ah, herrlich. Das erste Mal, dass mal schönes Wetter ist hier auch, ne? Ja. Sag mal, wo kommt das Ding denn her? Ja, Digga, das ist tatsächlich von meinem zweiten Auszubildenden. Kam dann vor ein paar Wochen, kam er an und hatte den Jaguar XKR, nee, den F-Type. F-Type? F-Type, ne? Ja. Kam dann bei mir an, wo hat er den verkauft und sagt dann, ich will dein Auto haben. Sag ich, gib mir eine Nacht Zeit, Alter, ne? Mhm. Und dann habe ich aber mit meiner Frau geschnackt und ich sag, ich weiß nicht. Und sie so, nein, verkauf das Auto nicht und so. Und dann hat er sich hier woanders noch eine geholt. Das sieht aber schon fett aus, ne? Das Ding, aber ich habe gesagt, ich mag diese. Ich weiß nicht warum, ich mag die Front eigentlich nicht. Ja, guck mal, ich kann ja mal beide vergleichen. Ja. Das sieht schon böse aus. Ja, also jetzt, wo er hier steht, muss ich auch sagen, sieht das schon heftig aus. Auch die Schweller und so. Ja. Nee, warte mal, hat er die Schweller? Ja, der hat so ähnliche wie ich. Ja. Ich würde mich mal interessieren, was das die Leute schon sagen. Und mit dem Heckspoiler, was hast du zum Heckspoiler? Ja, den hatte ich ja. Ja, schreib's mal rein. Den hatte ich ja auch drauf, den habe ich ja runtergebaut. Ja. Ich fand den nicht so geil. Ich fand auch nicht. Ich fand das ohne geiler. So, ja, was ich halt geil finde, muss ich sagen, diese Schwarz-Weiß-Akzente. Ne? Dieses ja, weiße Auto mit den schwarzen Akzenten, ja, ist natürlich richtig geil. Er hat auch dieses 3LT-Paket da. Das ist auf jeden Fall ein bisschen mehr Ausstattung als ich drin. Mhm. Aber er hat eine Automatik und ich habe einen Schalter. Und ich habe noch diese Hörshifter drin. Stimmt, weißt du hast einen Schalter, aber Schalter ist natürlich geil bei einer Corvette. Ne? Deswegen, Digga. Ja. Kannst auch mal einen Bernie hinlegen. So, komm, lass uns mal einsteigen hier. Ja, fahr mal lieber raus hier, ne? Bisschen enger. Also laut ist sie ja schon mal, ne? Den pflegst du auch, ne? Ich versuche ihn zu pflegen, ja, auf jeden Fall. Also ich gebe mir Mühe. Ja. Ich habe ja nicht immer so viel Zeit. Nee. Ich habe letztens das Radio repariert. Da war so ein Stecker. Ja, da ging alles wieder perfekt. Und jetzt geht's gar nicht mehr. Hatte ich mir aus Amerika so ein paar Videos reingezogen. Da musst du auch nicht so einen Kabelbinder nur rummachen, damit die Kabel da nicht mehr rumwackeln können. Weil das ist ja hier so ein... Man nennt das, ja, also ich glaube, man. Knarrenfach. Ja, genau, so Texas Waffenfach. So, ja, ne? Ja, ja. Und ich habe Bobbels Sonnenbrille da seit 1,5 Jahren drin. Ja, hat er immer noch nicht rausgeholt, das Ding. Ja, das passt ihm, ne? Ja, das Auto kann ich einfach nicht verkaufen. Das nee, ist ne? Das erste Auto, was ich habe, wo ich wirklich dran hänge. Ich versuche ihn zu pflegen, Digga. Ich zeig dir mal was. Einmal habe ich ganz vergessen, Digga. Hast du eigentlich dein neues Auto schon angelegt bei uns? Ich habe kein Auto. Achso, du hast ja noch kein Auto. Ja, genau. Wenn du ein Auto hast und das kaufen willst, melde dich bei fahrzeugschein.de an. Lad den Fahrzeugschein hoch und dann kannst du direkt sehen, was an deinem Auto am häufigsten sozusagen kaputt geht, an Verschleißteilen. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Eine Sache davon, ja, ne? Nur dass du Bescheid weißt. Ja. Ne? Ich werde wahrscheinlich ein Auto kaufen, wo häufig was kaputt geht. Ja, das kennt man ja. Das ist ja unser... Ach, jetzt geht er oder was? Nee, Radio geht immer. Ja. Das wenn man weiß, wie es funktioniert, kann man das auch ohne Bildschirm machen. Kann man nicht verkaufen, sowas. Ja. Wir sind ja vor einem Jahr ungefähr umgezogen. Ja. So, dann hast du natürlich bei so einem etwas längeren Umzug, wo du so 10 Minuten weiterfährst, fallen natürlich so ein paar Kunden nochmal weg. Die meisten sind mitgekommen, aber wir haben jetzt hier nochmal so eine Werbeaktion. Hier haben wir schon mal ein bisschen Werbung. Oh, sieht man das? Da, guck mal hier. Ja, wir entfachen das Feuer neu, Alter. Scan dich. Scan mich. Liebst du dein Auto noch? Ja. Dann kommst du Auto hier sehen. Ja, und was hast du noch vor? Ja, auch nicht mehr viel, ne?
Wie ist das Leben so als YouTuber? Boah, ist ganz lustig, oder? Schreib's mal rein. Ich find's ja teilweise immer anstrengend, weil ich immer ganz normal noch arbeiten muss, Alter. Ja, klar, ja. Aber das habe ich den Leuten ja auch gezeigt mit dem Snackautomaten und so. Das ist nicht mal eben, ich stell da so ein Ding hin und so. Ich lasse da ja nichts aus, ne? Ja, ich zeig denen wirklich alles, was da passieren kann, was du da an Arbeit hast. Also es haben sich nämlich viele, stellen sich das einfach zu einfach vor und wurde auch im Internet einfach zu einfach gezeigt, ne? Deswegen habe ich das alles ein bisschen offengelegt. Kommt mal drauf an, wo muss man das Ding hinstellen und so, aber ich finde das ja geil. Das ist ja genau das, was ich auch damals zu dir meinte. Ja. So, die meisten haben so Autoprojekte und sowas, ne? Und gerade solche Sachen mit gerade selbstständig machen, wie mache ich das so, ne? Und, und wie kann man sowas vorantreiben? Das finde ich derbe geil. Bin ich auch gespannt, wie das noch wird, Alter. Das wird auf jeden Fall noch weitergehen. Willst du noch mehr Automaten hinstellen? Ja, da ist schon was in Arbeit auf jeden Fall. Ja, geil, Digga. Das ist natürlich geil. Schön an der Bushaltestelle. Schön an der Bushaltestelle. Und wo viele Kameras sind. Also ich weiß nicht, ob ich damit ruhig schlafen könnte, aber gut. Nee, das war auch meine Angst. Ne? Ich sehe es ja immer auch im Internet, da aufgebrochen, da aufgesprengt oder so. Ne? Das ist natürlich auch meine Sorge. Aber meiner ist halt weniger versteckt, das habe ich den Leuten auch schon erzählt. Ja. Schön an der Straße, viele Fenster, die da rauf gucken. Ja, so. Da mache ich mir weniger Gedanken. So, ja. Ich habe hier auch so eine kleine versteckte Strecke. Ja, ein bisschen Wumms hat er, ne? Ja, das stimmt. Hey. Das Ding ist so laut, Alter. Das wird auf Cam gar nicht rüberkommen, wie laut das Teil ist, Alter. Wenn du an der Schule vorbeifährst, ich muss morgens immer an Schulen vorbeifahren in Pinneberg da überall. Ja. Und die ganzen Kinder, Digga, die freuen sich immer so heftig, wenn dieses Auto da vorbeifährt. Ja, das glaube ich, Das ist immer so witzig, Alter. Ich freue mich auch schon übertrieben, Digga, wenn mein Sohn irgendwann so in dem Alter ist, ne? Ja, erste Klasse und so geht, weißt du? Und dann kommt Papa mit der Fette und holt ihn ab. Das ist das, Digga, mit der Fette. Jetzt fährt er jetzt auch schon mit, Digga, pennt hier mit dem Auspuff, Alter. Ja, ich direkt rein. Geil. Ja, sehr schön, Alter. Schlange, schön, dass du da warst, Alter. Ja, kein Problem. Ne? Ich wollte ja gerne mal bei dir vorbeigucken. Ja. Freunde, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich würde sagen, wir fahren jetzt wieder zurück zur Firma. Genau. Und ja, schreibt mal rein, was ihr in nächster Zeit so viel sehen wollt. Ich habe euch ja schon gesagt, nächste Woche wird auf jeden Fall was ganz Interessantes kommen. Seid auf jeden Fall gespannt. Ich wünsche euch noch einen ganz schönen Sonntag. Bis dahin. Haut rein. Ciao, Leute.